Ich habe mich gefreut, und zwar über den niederländischen Bundescoach Louis van Gaal. Als er gestern beim Spiel gegen das DFB-Team fast beiläufig erklärte, dass er immer noch Corona-positiv sei, begannen die anwesenden deutschen Journalisten eifrig zu tuscheln. Wie kann das denn sein? Was macht er hier? Doch für mich hat van Gaal alles richtig gemacht. Lassen Sie es mich Ihnen erklären. Sein PCR-Test ist zwar positiv, aber sein Arzt hat ihm gesagt, dass es nur Resterscheinungen sind. Die Schnelltests von van Gaal waren alle negativ. Ergo, der Mann ist gesund. Und er hat sich völlig regelkonform verhalten. In den Niederlanden gilt darüber hinaus, dass ein an Corona Erkrankter nach 5 Tagen aus der Quarantäne darf, wenn er keine Symptome mehr ausweist. Und wie schön war van Gaal zum Abend mit unserem Thomas Müller. Wie schön ist es, endlich wieder Menschen zu sehen, gesunde Menschen, die nicht mit Angst einander begegnen, sondern mit Freude. Anstatt also, dass wir van Gaal verurteilen und darüber tuscheln, warum er jetzt mit einem noch positiven Corona-PCR-Test an diesem Spiel teilnimmt, finde ich, wir sollten uns zum Vorbild nehmen. Gesunde Menschen müssen raus ins Leben. Wie sehen Sie das denn, Herr Broder? Ehrlich gesagt ist das zurzeit nicht meine allergrößte Sorge. Erstens habe ich nichts übrig für Fußball. Zweitens ist van Gaal in meinem Alter, also ich finde, er sollte sich schonen. Und übrigens, mir ist jeder Mensch sympathisch, der in Quarantäne ist, mit oder ohne Symptome. Das erhöht die Zahl der verfügbaren Parkplätze. Das war eine so diplomatische Antwort, Herr Bruder. Ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ich erweitere die Runde einfach, weil ich schätze, dass Boris Palmer, der uns ja live aus Tübingen zugeschaltet ist, mir widersprechen wird. Und Diskussion belebt ja immer die Unterhaltungen, Herr Palmer. Nee, da täuschen Sie sich. Ich finde in der Tat, dass wir dahin kommen müssen, dass Menschen, die krank sind, zu Hause bleiben und Menschen, die gesund sind, wieder am Leben teilnehmen können. Die Pandemie ist zwar nicht rum, aber wir können auch nicht ewig so weitermachen, dass wir bei jedem PCR-Test die Leute aus dem Verkehr ziehen. Frau Dr. Klein, ich freue mich zwar über so viel Zuspruch, aber wie ist denn Ihre Meinung? Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Also ich teile die Euphorie nicht, denn wenn wir eins wissen über Corona, ist, dass wir im Grunde genommen immer noch nicht so viel wissen. Und wir wissen einfach nicht, kommt es zu Mutationen vielleicht nochmal? Wie entwickelt sich die Pandemie? Insofern bin ich da eher ein bisschen vorsichtiger und wäre tatsächlich dafür, dass wir bei PCR-Test-Positivergebnissen doch nochmal ein bisschen Abstand halten und das schrittweise angehen. Ich bin auch, sagen wir mal, eher skeptisch und würde jetzt Louis van Gaal nicht unbedingt zujubeln für das, was er da gemacht hat. Alles, was gesagt wird, stimmt. Wir müssen zur Normalität zurück. Aber bei einem Mann, der so in der Öffentlichkeit steht, ist das ja auch ein Symbol. Also er sagt damit, ich habe einen positiven Test, aber kümmere mich halt nicht richtig drum, sondern ich bin gesund und ich kann jetzt machen, was ich will. Ich fürchte, dass das bei Menschen, die nicht so unter gesundheitlicher Kontrolle sind wie Leistungssportler und deren Trainer, wo man auf die Expertise des Arztes quasi in jeder Minute zurückgreifen kann, dass manche Leute daraus vielleicht den falschen Schluss ziehen und sagen, jetzt ist wieder alles mit jedem möglich und oh, ich huste und spucke und habe auch schon ein bisschen Fieber, aber ich kann jetzt trotzdem mal den Busfahrer umarmen. Das wäre dann ein fatales Signal. Deswegen ist es so, ich hab heute auch schon den ganzen Tag überlegt, wie ich das finden soll. Einerseits sehne ich mich danach, dass genau die Szenen wieder die Normalität werden. Andererseits habe ich schon so ein leichtes Störgefühl vor dem Hintergrund der Vorbildfunktion. Hättest du denn Lust, wenn du symptomfrei wärst, 10 Tage in Quarantäne zu gehen beispielsweise? Nee, ich glaube, dass die eigentliche mitgelieferte Botschaft... Weil er ist ja symptomfrei. Ja, die eigentliche mitgelieferte Botschaft, glaube ich, kam ja von Boris Palmer. Die Quarantäneregeln machen den Unterschied. Also wir müssen eigentlich dazu kommen, Quarantäne für symptomlose Menschen selbst bei positivem Test abzuschaffen. Andere Länder haben das geschafft. Aber symptomlose Menschen können immer noch andere anstecken. Ja, ja, mir ist das klar. Aber das, würde ich sagen, ist das Lebensrisiko. Das Restrisiko. Das ist ein Lebensrisiko, ein Restrisiko. Ja. Restrisiko ist gemein, weil das stammt von Atommeilern und sowas. Also ja, eben. Von richtig möglicherweise gefährlichen Sachen, wenn sie in die Luft fliegen. Aber ich glaube, dass wir uns hier, das ist eigentlich der Maßstab. Also, solange es der Atommeiler. Nee, solange es Quarantäneregeln gibt, kommen wir nicht zurück in die Freiheit. Aber es gibt so viele Sachen, die in dieser Situation vollkommen albern sind. Wissen Sie, ich bin neulich versehentlich mit einem Flugzeug geflogen. Ich saß so da, was natürlich bei meiner Größe kein großes Problem ist. Aber auch erwachsene Menschen saßen so da. Sie würden leiden.
Und die Leute schnieften und schnufften und hatten alle Masken an. Und ich hätte gerne die Maske abgenommen. Und dann beim Aussteigen hieß es, achten Sie bitte auf den Abstand. Ja, und das war der Moment, wo ich mich fragte, die wollen einen verarschen, oder? Also vieles wird immer unverständlich. Und wissen Sie, bei den Flüchtlingsströmen jetzt, die haben irgendwie auch nicht auf den Abstand geachtet, als sie in Przemysl auf dem Bahnsteig standen. Also was soll es dann? Und wenn es in Berlin eine Demo gibt, dann hängt der Einsatz der Polizei davon ab, für oder gegen wen die Demo ist. Und die einen dürfen Masken tragen, die anderen können und die anderen können machen, was sie wollen. Also es ist sehr viel Taktik dabei, um nicht zu sagen politischer Randschmeißer. Also wenn ein Ergebnis dieser Corona-Phase sein sollte, dass man beliebig mit unterschiedlicher Elle messen kann in einem Rechtsstaat, dann sind wir weit gekommen. Nein, dann haben wir wirklich Long-Covid. Dann ist das wirklich Long-Covid. Herr Palmer, haben wir Long-Covid, wie Herr Broder und Herr Strunz eigentlich festgestellt haben? Nein, also ich finde auch, dass wir mal die Kirche im Dorf lassen. Klar sind viele Regeln nicht bis ins Letzte logisch. War schon gefragt, erst muss ich 2 Stunden die Maske tragen in der Veranstaltung mit Abstand. Aber danach ist es erlaubt, dass alle die Maske ausziehen, wenn man gemeinsam zum Buffet geht und dann dort zusammensteht. Was hat es dann gebracht in der Veranstaltung, die Maske? Da gebe ich Ihnen schon recht. Also es ist nicht bis zu Ende alles logisch und stringent. Aber das Ganze ist halt auch unvollkommen und sicherlich nicht widerspruchsfrei, weil wir irgendwie versuchen, Verhalten zu reglementieren. Das kann der Staat nur ganz bedingt. Und da muss man sich damit abfinden, dass es da halt auch zu manchmal ein bisschen albernen, etwas widersprüchlichen Sachen kommt. Das bedeutet nicht, dass da Absicht dahinter steckt, sondern dass keiner bessere Vorschläge gefunden hat. Natürlich ist es Absicht. Die Frage ist nur, wie Sie Absicht definieren. Es ist nicht die Absicht, die Leute zu etwas zu zwingen, aber es ist durchaus die Absicht, ein Klima zu schaffen, das von Angst regiert wird. Und das hat auch prima funktioniert. Und inzwischen sehe ich, nicht nur bei RTL, aber vor allem dort, verzweifelte Menschen, die sagen, sie möchten die Maske anbehalten. Ja, sie fühlen sich dann irgendwie besser. Es gibt inzwischen wunderbare Artikel in Feuilletons, dass die Maske zur Schönheit der Erscheinung beiträgt, weil man nun die Augen sieht. Man fühlt sich auch sicherer. Also es gibt jetzt schon diese Tests, dass wenn jemand eine Maske trägt, man sich selbst als sicherer und den anderen als sympathischer empfindet. Ja, was gleich 2 Illusionen auf einmal sind, nicht wahr? Vielleicht liegt das einfach daran, weil man sich gesunder fühlt. Was ich ja ganz, ganz spannend fand. Aber lass uns doch da mal sagen, wenn die Leute den Schluss ziehen, sie wollen weiter Maske tragen, sollen sie halt weiter Maske tragen, solange nicht daraus folgt, dass ich auch eine tragen muss. Also das fände ich sozusagen also geeignet, um sich darüber lustig zu machen, wenn man anderer Meinung ist. Aber jetzt als jeder nach seiner Fasson, eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Gerade bei der Maske? Naja, wer sich damit sicherer fühlt, soll es doch machen. Er stört niemand anderen. Sie möchten auch nicht, dass irgendwelche Angehörige von FKK-Clubs bei ihrem Edeka-Laden einkaufen. Aber die haben ja weniger an, die mit der Maske haben ja mehr an. Nein, ich finde, wenn es Regeln gibt, sollten Regeln schon verbindlich sein für alle. Nein, ich meine, aber wir haben uns missverstanden. Da bin ich nicht. Ich habe Sie missverstanden. Ja, Sie haben mich missverstanden. Das heißt, ich habe Sie verstanden. Ich glaube ja. Also meine Überlegung setzt ja an, wenn es keine Maskenpflicht mehr gibt, muss es ja trotzdem jemandem freigestellt sein, eine zu tragen. Ja. Es gibt ja auch keine Hutpflicht und trotzdem sehe ich manchmal Leute mit Hüten rumlaufen. Das ist ein sehr gutes Bild. Ab morgen ist es von mir. Ich denke, was das Beispiel einfach zeigt, ist, dass da eine ganz große Sehnsucht einfach vorhanden ist nach Normalität, auch ein Stück weit nach mehr Herzlichkeit, ein bisschen mehr Miteinander. Und das ist auch sehr verständlich nach 2 Jahren Pandemie. Dennoch muss ich das zurückweisen, dass Sie gesagt haben, dass wir ein Klima der Angst schaffen wollen. Das ist mitnichten so. Es geht natürlich um den Schutz der Bevölkerung. Und wir haben es hier einfach mit einer Pandemie zu tun, immer noch auch und nicht mit einer Grippe. Und das es geht nicht um den Schutz der Bevölkerung, wenn ein älteres Ehepaar sein Eigenheim verlässt, 300 Meter zum Zigarettenautomaten geht und wieder zurück und daraufhin jeweils 500 Euro Strafe zahlen muss. Dahinter steckt nicht die Idee des Schutzes der Bevölkerung. Dass das oftmals auch widersprüchlich ist, gebe ich zu. Das ist so, auch wenn ich jetzt selber nicht dafür verantwortlich bin für diese Regelung. Dennoch, die Politik muss dennoch die Politik muss natürlich gucken und flexibel auf die neue Situation reagieren. Und, aber ab und zu kommt der Politik auch eine Versuchsanordnung ganz zu Pass, nicht wahr? Wenn mit Hubschrauben Leute von Stränden verjagt werden, wissen Sie, oder wenn ein 17-Jähriger quer durch den Hamburger Park von einem Streifenwagen gejagt wird,
dann glaube ich nicht, dass es wirklich Zeichen der Fürsorge sind. Das ist eine Versuchsanordnung, sicher nicht bösartig, die meinen es ja alle gut. Ich meine, sagen Sie mir jemanden, der es nicht gut meint, nicht? Vielleicht Putin, der meint es wahrscheinlich nicht gut. Aber ansonsten hat es schon großen Charakter von, einen großen Zug von Social Engineering gehabt. Und es gab ganz viele Situationen, wo man wirklich ausprobieren konnte, wie weit man Leute durch die Vermittlung von Angst bringen kann. Das hat funktioniert. Also das, auch das weise ich zurück, dass wir hier Social Engineering betreiben in der Politik. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist die Grundlage der Politik. Ja, okay, also wir versuchen einfach auf die Situation zu reagieren, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Und da geht es insbesondere auch um die vulnerablen Gruppen, um die Risikogruppen, um die ältere Generation. Warum schauen Sie mich dabei an? Die einfach eher noch schwere Verläufe hat. Und deswegen, es geht um den Schutz, da bleibe ich dabei. Ja, ich habe meine solidarische Corona-Lektion hinter mich gebracht. Ja.